Millionen von Menschen sind in Frankreich auf der Straße. Sie stehen auf gegen eine Politik, die 2 Milliarden Euro für Waffen in der Ukraine übrig hat, aller Herren Länder Probleme lösen will, aber die eigenen Bürger gänzlich im Stich lässt, sie in der Pestgrube der Armut stößt, sie aussackelt, ausraubt und in das Existenzminimum treibt. Sie stehen mutig auf und gehen gegen eine Regierung vor, die das soziale Gefüge, den gesellschaftlichen Frieden zerstört, die Frankreich einen sozialen wie wirtschaftlichen Selbstmord beschert hat. Millionen von Menschen gehen trotz ausufernder Gewalt seitens der geschickten Exekutive auf die Straße und verteidigen ihr Land gegen eine Regierung, die wirtschafts- und sicherheitspolitische Interessen nicht des eigenen Landes und seiner Bürger vertritt, sondern als Marionette anderer Mächte gegen das eigene Volk agieren. Millionen Menschen gehen in Frankreich auf die Straße und in Europas Medien liest man darüber nichts. Steht nichts in den Zeitungen, sieht man nichts, hört man nichts. Millionen von Menschen sind auf der Straße, eine Bewegung gegen Regierung und Präsident entsteht und den Giftmischern des politisch korrekten und gleichsam regierungshörigen und gesteuerten Mainstreams ist dies keine Silbe, keine Schlagzeile wert. Denn es könnten ja noch viel mehr Menschen in Europa, in Deutschland oder Österreich auf die Idee kommen, gegen die Landes- und Hochverräter auf den Regierungsbänken auf Basis des verfassungsrechtlich garantierten Demonstrationsrechts vorzugehen. Klar doch, denn die Ansteckungsgefahr des zivilen Widerstandes auf andere Länder dieses Europas ist angesichts eines verlorenen Wirtschaftskrieges, einer Horrorinflation, einer drohenden Rezession, einer Banken- und Wirtschaftskrise nur allzu hoch. In Polen werden Regierungsmitglieder mittlerweile mit Eiern beworfen, weil sie das Land aus Solidarität mit der Ukraine dem wirtschaftlichen Niedergang geweiht haben. Bei uns liest man darüber nichts, hört nichts, sieht nichts. In Frankreich tobt der Kampf auf der Straße gegen eine Präsidialdemokratur, die Demokratie und Parlament, die Bürgerrechte missachtet. Und wo steht die vierte Macht im Staate? Wie immer mit beiden Beinen in der Lüge und auf der falschen Seite der Geschichte.